Förster eures Vertrauens zum Beispiel und geht in den eigenen Wald raus, schaut euch den Wald an, wo könnte da für euch persönlich die Verkehrssicherungspflicht bestehen. Ja, liebe Waldbesitzer und Waldgäste, wir sind heute wieder im Wald für euch unterwegs. Ich bewege mich oft im Wald und ihr wahrscheinlich auch. Und oft sind wir auf Waldwegen unterwegs, aber auch abseits. Und da fällt mir ein Thema ein heute. Das ist die Verkehrssicherungspflicht. Oft verdrängt von Fachleuten, von Waldbesitzern. Aber es gibt natürlich eine Verantwortung als Waldbesitzer. Und darum wollen wir heute kurz dieses Thema in diesem Video zeigen. Das Wort Verkehrssicherungspflicht besteht aus drei Begriffen, und zwar Verkehr, Sicherung und Pflicht. Gehen wir zum Verkehr. Damit ist gemeint im Wald, das sind Personen, Menschen wie du und ich, auch Fahrzeuge. Und wenn ein Wald zum Beispiel in der Nähe von Siedlungen ist, können das auch Gebäude sein. Das andere ist das Wort Sicherung. Es entsteht also eine Gefahr und die Gefahr muss im Grunde genommen abgewehrt sein, dass kein Schaden für Personen oder eben Fahrzeuge, Gebäude entstehen. Und Pflicht ist die Verantwortung, die eine Person hat, nämlich der Eigentümer, hier du als Waldbesitzer, für deinen eigenen Wald. Ja, mittlerweile ist es kalt geworden. Ich trage eine schöne Mütze aus unserer Kollektion. Wenn ihr auch Interesse habt, schaut einfach bei unserem Shop vorbei. Der Link ist unten in der Infobox. Ja, es besteht natürlich eine Gefahr im Wald, immer wieder, ganz unterschiedlicher Art. Und ihr als Waldbesitzer solltet euch Gedanken machen, wo sind die Gefahren in meinem eigenen Wald und wo trage ich persönlich Verantwortung als Waldbesitzer, dass diese Gefahr im Prinzip beseitigt wird und dass keine Personen zu Schaden kommen. Hier unterscheidet der Gesetzgeber zwischen waldtypischen Gefahren und atypischen Gefahren. Zum ersten Punkt waldtypische Gefahren. Da sagt der Gesetzgeber, hier trägt der Waldbesitzer, du als Eigentümer, keine Verantwortung. Hier hast du keine Verkehrssicherungspflicht. Und was sind jetzt diese waldtypischen Gefahren? Da stellt man sich so vor, du gehst in den Wald rein, entlang von Waldwegen. Da kann natürlich schon mal, wie jetzt im Winter, ein Glatteis sein, da kannst du hinfallen. Das ist halt so in der Jahreszeit, da räumt man nicht, da wird auch nicht Salz gestreut im Wald. Und genauso kann aber sein, ich gehe abseits von Wege und gehe in so einen Wald rein und dann fällt halt ein kleiner Ast runter. Auch da entstehen Unfälle. Es kann natürlich sein, dass im Wald, wenn ich da durch den Wald gehe und schaue so mal hoch zu den Bäumen, dass ich über einen Baumstamm drüber fall. Auch das ist typisch für den Wald, dass am Boden nicht alles zusammengekehrt ist, sondern dass da tatsächlich Holzteile, Pflanzenteile und alles Mögliche darum liegt. Das gehört zum Wald dazu. Und das können halt hier und da auch zur Gefahrenquelle werden. Alle waldtypischen Gefahren, vor allem auch für Besucher, die das vielleicht gar nicht so richtig kennen, auch die können sich ja Gedanken machen und die sind ja letztendlich selber verantwortlich. Auf eigene Gefahr können die jederzeit den Wald betreten. Aber du als Waldbesitzer trägst eben für diese typischen Waldgefahren keine Verkehrssicherungspflicht. Wichtig ist zu kennen die atypischen Gefahren, wo du als Waldbesitzer tatsächlich die Verkehrssicherungspflicht trägst. Was sind das für Gefahren? Das ist zum Beispiel, wenn du einen Waldspielplatz in deinem Wald befindest, dort ist ja erhöhte Verkehrssicherungspflicht, da hast du als Waldbesitzer auf jeden Fall Verantwortung. Man könnte auch auf Erholungszwecke ausgewiesene Waldwege, wo wirklich tatsächlich jeden Tag viele Menschen gehen, auch da hast du eine Verkehrssicherungspflicht. Ist dein Wald zum Beispiel am Rande von einer öffentlichen Straße,
dann hast du natürlich als Waldbesitzer eine Verkehrssicherungspflicht, weil Bäume am Waldrand umstürzen können und auf diese öffentliche Straße fallen können. Genauso kann man sich das vorstellen, wenn der Wald in der Nähe einer Siedlung ist, sodass einzelne Bäume aus deinem Wald auf Gebäude stürzen können, dann hast du als Waldbesitzer auch die Verkehrssicherungspflicht. Und diese zwei typischen Bereiche, Gefahren, musst du als Waldbesitzer kennen, zum Beispiel die waldtypischen Gefahren und diese atypischen Gefahren. Ja, wie kannst du jetzt der Verkehrssicherungspflicht nachkommen? Was kannst du konkret in deinem Wald machen? Da hat der Gesetzgeber ja jahrelang eigentlich keine so richtige Regelung gefunden. Mittlerweile hat sich in der Praxis durchgesetzt, dass man zumindest zweimal jährlich kontrollieren sollte. Einmal im belaubten Zustand und einmal im unbelaubten Zustand. Und so kann man die eigenen Bäume im Wald kontrollieren, ob von diesen Bäumen an der besagten Stelle eine Gefahr ausgeht. Wie machst du das? Da ist ganz wichtig, einfach sich einen Fachmann zu holen, also diese Person, die die Verkehrssicherungskontrolle macht, muss eine Fachperson sein und die muss qualifiziert sein. Und die Kontrolle selber ist eine Sichtkontrolle. Man geht raus, so wie jetzt, und schaut sich die Bäume an, ob von dieser Baumart eine Gefahr ausgeht, ob hier zum Beispiel Totäste vorhanden sind, ob die Krone noch funktionsfähig ist oder schon Äste vom letzten Sturm noch oben irgendwie in der Krone hängen und drohen runterzukommen. Und so macht man diese Kontrolle entlang, zum Beispiel an der besagten Stelle, zum Beispiel an der öffentlichen Straße, gehe ich dann entlang des Waldes und schaue mir die Bäume an. Es ist natürlich wichtig, dass ich das auch protokolliere, also so eine Art Protokoll anfertige und schreibe dann auch das Datum rein, dass ich den Begang gemacht habe, aber auch die Maßnahmen. Und die Maßnahmen sind oft, ich markiere die Bäume, entweder werden die Bäume komplett beseitigt oder es gibt ja auch Spezialisten, Unternehmer, die kann man einsetzen, die können zum Beispiel Baum hochklettern und so einen Totast entfernen. Und es gibt auch Fachfirmen mit Hebebühnen und so weiter, die dann die Gefahren beseitigen können. Und das wird alles auf diesem Protokoll dokumentiert. Und du als Waldbesitzer ist ganz wichtig, dass du natürlich dann nach der Kontrolle auch die Maßnahmen umsetzt. Nicht zu lange warten, weil die Gefahr besteht und du trägst ja dann die Verantwortung dafür. Ja, wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt uns ein Like. Und wenn ihr kein Video verpassen möchtet, Glocke aktivieren und ein Abo dalassen. Und mich würde natürlich interessieren, wie ihr so diesem Thema steht. Kennt ihr die Verkehrssicherungspflicht? Habt ihr euch da schon Gedanken gemacht? Schreibt uns einfach Kommentare. Und mir ist ganz wichtig, wir wollten jetzt hier einfach an diese Verpflichtung erinnern mit diesem Video. Dieses Video ist natürlich nicht vollständig. Es gibt viele Gefahrenquellen, die ich nicht aufgeführt habe. Ihr könnt euch da selber auch schlau machen. Im Internet steht da sehr viel und auch ganz wichtig, euch einfach beraten lassen von einer Fachperson, Förster eures Vertrauens zum Beispiel, und geht in den eigenen Wald raus, schaut euch den Wald an, wo könnte da für euch persönlich die Verkehrssicherungspflicht bestehen, und dann kennt ihr die und dann könnt ihr da bei entsprechenden Möglichkeit einfach einmal in den eigenen Wald gehen und diese Verkehrssicherungspflicht wahrnehmen. Es ist immer besser, die Gefahr vorher zu beseitigen, dass erst recht kein Schaden entsteht. Das ist einfach wichtig. Wir wollen nicht im Wald draußen Schäden haben an Personen und Unfälle und so weiter. Es lässt sich nicht alles vermeiden, aber du als Waldbesitzer solltest unbedingt die eigene Verpflichtung kennen. Wir sind in der Verantwortung
Wir sind besondere Personen, weil wir haben ja Verantwortung für den Wald und der Wald ist eben frei zugänglich für viele Personen und deswegen wollen wir auch unsere Verantwortung wahrnehmen. Viel Freude im Wald.